ist nicht nur geprägt durch das Erbe der Mayas und Azteken, sondern auch durch die spanische Kolonialherrschaft. Überrascht dich das? Mein Name ist Esther. Ich habe 2007 Buenos Dias, Mexiko gegründet und lebe mittlerweile seit über 16 Jahren in Querétaro. Warum Mexiko? Ich liebe Mexiko. Ich glaube, es ist eines der vielfältigsten Länder der Erde. Tradition, Kultur, Menschen, Klima. Ich kann sagen, ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht. Die spanische Kolonialherrschaft dauerte 300 Jahre lang an und zu dieser Zeit entstanden um Mexico City herum ganz viele kleine, wunderschöne und wohlhabende Städte, unter anderem auch San Miguel de Allende, wo wir heute sind und was mit Abstand meine Lieblingsstadt ist. San Miguel de Allende war damals schon ein sehr wichtiges Kunsthandlungszentrum, ist es auch heute noch. Deshalb findet man hier unglaublich viele kleine Lädchen mit schönem Kunsthandwerk, seines Stoffe, Töpfereien, Porzellan, wie hier zum Beispiel, und auch sehr viele interessante Persönlichkeiten. Hast du jetzt auch Lust bekommen, San Miguel de Allende und das koloniale Herz von Mexiko kennenzulernen? Dann schreib uns!